Ein hochklassiges Testspiel stand an dem Stadion an der Grünwalder Straße zur Kütschi München. Ihres Zeichens Tabellenführer in der Regionalliga Bayern. Das Ganze mit 8 Punkten Vorsprung bei noch 12 zu spielenden Partien sind so nah am Aufstieg in die dritte Liga wie noch nie. Und die treffen heute auf die Amateure des FC Bayern München. Und die spielen heute mit Jan-Fiete Arp, der immer wieder vom Verletzungspech geplagt zurückgeworfen wird, einfach den Durchbruch nicht schafft, hat gute Trainingsleistungen gezeigt. In Soa wurde für Berlin trotzdem nicht berücksichtigt. Deshalb heute hier an der Grünwalder Straße. Der FCB in den roten Trikots von links nach rechts, von Beginn an spielbestimmt. Das ist der Eckball, kurz ausgeführt und dann die gefährliche Flanke ins Zentrum und der Ball prallt an die Latte. Christopher Richards mit der ersten Möglichkeit und da wird es das erste Mal gefährlich vor dem Tor von Franco Flückiger. Zürgücü eigentlich nur selten von Präsenz, da seine der wenigen Möglichkeiten Marco Holz mal aus der Distanz. Und trotz des Schneegestöbers, die Zürgücü-Fans heiß auf dieses Spiel, heiß auf die Rückrunde. Sie werden umziehen zum Saisonendsport und ihre Heimspiele in der Regionalliga Bayern hier austragen. Dann aber weiterhin der FC Bayern München immer wieder mit gefährlichen Möglichkeiten. Derek Köhn mit der nächsten guten Chance. Fußballerisch ließen beide Mannschaften vor allen Dingen im Abschluss die letzte Konsequenz vermissen. Yasin Yilmaz mit dieser Chance aus aussichtsreicher Position letztlich zu zentral für Christian Früchtl. 29. Minute, wieder die Bayern über Kern. Toller Steckpass auf Jan-Fiete Arp, der ist mal frei durch vor dem Tor von Franco Flückiger, bekommt den aber nicht unter. Bisher kam er in der kompletten Saison auf 69 Minuten Einsatzzeit in Liga 3, in der Zeit ist er auch noch torlos. Besser lief's in Minute 36. Oliver Batista Meier schickt Haas mal sowas von in die Alpen und macht das 1:0. Verdient überfällig aus Sicht des FC Bayern München, denn sie haben die deutlich größeren Spielanteile und Oliver Batista Meier im vergangenen Jahr Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Silber mit dem verdienten 1:0. Und nur eine Minute später, was für ein toller Ball auf Angelo Stiller. 2:0, die Bayern drehen auf. Der gerade 18-jährige zentrale Mittelfeldspieler, vor allen Dingen in der U19 aktiv, aber hier eben jetzt auch mal in der U23 und gleich mit dem Tor. Nochmal eine gute Freistoßmöglichkeit anschließend. Derek Köhn, die Bayern kurz davor hier auf 3 zu erhöhen. Kurz vor der Pause, dann das doch ein seltener Anblick, Türkgücü vor dem Tor und im Grunde genommen das mit ganz, ganz viel Symbolik ausgestattet. Wenige Offensivaktionen zur Pause, dementsprechend verdient 0:2 für den FCB. Und eine Halbzeitpause sowie ein komplett durchgewechseltes Türkgücü später änderte sich an dieser Dominanz wenig. Das ist Oliver Batista Meier gegen 1, gegen 2 und der dritte hat es dann endgültig genug und Schiedsrichter Tobias Schulters zeigt auf den Punkt. Timo Kern führt aus und Timo Kern führt richtig gut aus. 0:3 für die Bayern. Zweimal hat er schon getroffen in dieser Saison, jedoch nicht vom Punkt, sondern per Kopf. In der Folge neutralisierte sich das Spiel, wenn es Chancen gab, dann vor allen Dingen auf Seiten von Zürkücü per Eckball, wie hier beim Abschluss von Ilker Yüzgel. Kurz darauf der zweite Versuch, der wird nicht entscheidend geklärt und so kommt Furkan Sorba an den Ball, der bringt den in Richtung Carsten Alexander Sorge. Fälscht den dann ab und somit steht es nur noch 1:3 aus der Sicht von Türkgücü. Sehen wir hier, der Ball wird nicht entscheidend geklärt, abgefälscht. Doch Früchtl hat noch seine Fingerspitzen im Spiel. Die Atmosphäre trotzdem wirklich richtig gut. Die Zuschauereinnahmen werden ja einem wohltätigen Zweck
gespendet. Dann nochmal die Bayern über Köln und über Maximilian Welsmüller mit der letzten Chance der Partie. Das war's. 1:3 am Ende für die Amateure des FC Bayern München, für die es am kommenden Sonntag ja richtig heiß hergeht im Derby gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Für Türkgücü geht's erst Anfang März bei Augsburg 2 mit dem Pflichtspielbetrieb wieder los.